So, und jetzt vierteilen. Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Next Big Thing. Und hier steht schon einer, das bin nicht ich, sondern das ist hier unser Freund, der Poet des Schmerzes, der sich immer noch gerade versucht, die Hand zu verkokeln. In der letzten Folge, ja, es ist schon wieder ein bisschen her mit der Aufnahme. Ich glaube, 2-3 Wochen habe ich das letzte Mal gespielt. Ich weiß noch, dass wir die Teleporterkabine ins Lager gepackt haben. So, das heißt, das haben wir schon. Ich muss aber jetzt gucken, wie ich die andere Teleporterkabine in den Tempel bringe. Genau, in den Tempel, das war's, genau. Und dazu würde ich gerne nochmal hier mit unserem Freund sprechen. Dr. Fly. Mr. Fly, wo ist denn die Fliege? Hallo, Fliege. Komme ich die... Ach, da oben, ja. So, mal anquatschen. Wir müssen ja irgendwie dazu bringen, dass die Fliege... Dass die Kabine... Alles in Ordnung? Woanders hinkommt. So, verrat mir noch mehr über den Poeten. Verrat mir noch mehr über die... Poeten. Das schwimmende Labor muss einen Batzen kosten. Zurück unter die Decke, Brummer. Das ist natürlich blöd. Zurück unter die Decke, Brummer. Weil die Frage ist ja jetzt, wo steht die andere Kabine? Und das wird ja nicht ausreichen. Können wir mal Hotspots gucken? Blub, 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 blub. Tisch, Bullauge. Ach, können wir auch mal gucken. Fische. Hat er jetzt viel gebracht. Was bist du vom Sternzeichen? Da ist wenig zu sehen. Nein, was bist du vom Sternzeichen? Da ist wenig zu... Da ist... Fische. Ja, gut. Hätte jetzt spontan sein sollen. Ich wusste nicht, dass er noch eine zweite Antwort parat hat. Jetzt weiß ich, woher der Poet seine Lupe hat. Ja. Steuerpult? Können wir das bedienen? Test bestanden. Zur Hölle mit dem Ding. Stimmt. Wir sind ja geeignet, weil wir haben ja eine geringe Lebensdauer. Wir sind unnütz für die Gesellschaft. Und das dritte habe ich wieder vergessen. Kein Mehrwert für die Gesellschaft. Das habe ich vergessen. Krass. Was es war, schreibt es nochmal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, wir gehen nochmal zur Kabine. Nicht rausklicken, das ist ganz wichtig. Sonst habe ich wieder Probleme. El Chupacabras. Immer noch am Schlafen. Oh, er hat es fast weg. Viel ist nicht mehr übrig. Ja, das stimmt. Fleißiger Mann. Ist das nicht Vulcan Flash gewesen? So, hier ist die Kabine. Der Poet hat sie alleine hergeschleppt. Hat er denn nichts Besseres zu tun? Er hat halt dafür die Kraft, die wir nicht hätten. Sieht fast wie ein Sarg aus. Ja, allerdings, kann man die jetzt benutzen? Nein, Fly meint, es ist schädlich für die Leber. Kann ich mir nicht leisten. Wo war nochmal unser Inventar? Ach, da oben. Das ist ein bisschen blöd, dass man mal hochklicken muss. Schöne Kamera. Sie macht gute Aufnahmen, selbst in den Händen eines bösartigen Roboters. So, Baseballschläger, das war, ach ja, das war die Sammelkarte, genau. Eine Kralle, Farbsprühdosen. Meine Frage ist natürlich jetzt, wie komme ich über diese Kabine in die andere rein? Nein, Fly. Irgendwie will er das noch nicht machen. Muss mir dieses abgewöhnen. Ich höre mir dann immer den Audioaufnahmen an, deswegen, das klingt immer furchtbar. Bah. So, kann man mit Edwin nochmal reden? Oder Vulcan Flash. Hallo, Superheld! Zurück, Erdling! Und das Graffito. Sie haben also den Sarkophag mitgenommen. Sie haben also den Sarkophag mitgenommen. Wohin ist der Sarkophag gebracht worden? Wohin wird denn der Sarkophag gebracht? Zum Tempel der ewigen Illusion. Ich habe nichts gesagt. Das haben wir alles schon, ne? Das hatten wir schon. Jetzt erstmal Schluss mit Tempeln. Mhm. Ist der Tempel wirklich uneinnehmbar? Ja, da ist noch niemand reingekommen. Außer für die Zaubervorführungen, die Krom-Ha dienstags gibt. Das Merkwürdigste ist aber, dass das Publikum nicht weiß, wie es reinkommt. Sie stehen draußen Schlange und plötzlich, bumm, sind alle drin. Hatten wir auch schon. Achso. Welcher Wochentag ist heute? Samstag. Ach, was zum Kuckuck ist der Tempel wirklich? Na, ein Tempel. Du bist dein Gehalt allemal wert. Ha, was für ein Typ. Er ist eine Pyramide, die Krom-Ha Stein um Stein aus Ägypten hat mitbringen lassen. Okay, ja, das Bis reicht. Bis dann, Edelbert. Ja,
kommen wir auch nicht rein. Also er will sie noch nicht benutzen. Jetzt die Frage natürlich, warum nicht? Komme ich nicht einfach so hin? Geh ein bisschen schneller. Die Tür, können wir die öffnen? Nix da. Letztes Mal, als mich der Blechkamerad erwischt hat, habe ich um Erlösung gebettelt. Da rein können wir auch nicht, ne? Die machen wohl nach der Party sauber. Jedenfalls lassen die Roboter keinen rein. Außerdem könnte Willy da sein und wenn er mich... Ach ja, das hatten wir schon. Ah ja, zum Auto. So, das zu dem, was davon übrig geblieben ist. Wie kann man seiner Frau nur den Wagen leihen? Verrückt. Crazy. Kann man irgendwas mitnehmen? Achso, hier. Okay, geht nicht. Was haben wir denn noch Schönes dabei? Ich frage mich ja gerade, wie ich einfach da hinkomme. Was ist das denn? Baseballschläger? Ein treuer Freund. Ach, der hängt noch da. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Wieso haben wir jetzt zwei Baseballschläger? Guck mal, ich habe einen Bug entdeckt. Na super. Wenn ich dann den anwähle, kommt der oben der andere auch. Naja. Nichts treffen. Keine Chance. Ich bin ein erstklassiger Schlagmann. Ja, du bist ein Superheld. Das Auto hat den Prügeln tapfer widerstanden, aber in der letzten Runde ist es doch K.O. gegangen. Huch, da habe ich wohl noch Facebook auf. Naja, muss ich gleich mal stoppen. Okay. Jetzt immer noch die Frage, wie komme ich dann letztendlich dahin, wo ich hin will? Also da komme ich nicht rein. Das heißt, ich müsste ja theoretisch... Kann ich lass ihn lieber schlafen. Quatschen? Nee, auch nicht. Geht also auch nicht. Na gut. Gehen wir nochmal zum Lager. Das heißt, die andere ist schon weg. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Können wir die jetzt einfach benutzen? Warum kann ich die nicht benutzen? Nein. Fly meint, es ist schädlich für die Leber. Kann ich mir nicht leisten. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Sessel? Sofa. Ein paar der Bilder sind von Queenie Allaire, der Schwester der Irren. Ich wünschte, sie würden die Berufe tauschen. Queenie sieht dreimal besser aus. Ja, so ist das. Was haben wir denn noch? Was? Ist ja Quatsch. Gürtel. Sprühfarben. Ein bisschen ansprühen vielleicht. Wie wär's, wenn ich die zum Sarkophag umspraye? Aber nein, das würde ich nicht schaffen. Unmöglich. Ach ja, stimmt. Der hat gesagt, dass abgeholt worden ist. Dabei ist es noch gar nicht. Alter. Man sagt es ständig, aber man glaubt es nicht. So geht's auch. Stimmt, der ist noch nicht abgeholt worden. Das war's. Deswegen denke ich die ganze Zeit, wir müssen den nur abholen lassen. Ja, jetzt sieht's nochmal anders aus, Freundchen. Jetzt muss das Ding nur noch zum Tempel der ewigen Illusion gebracht werden. Jo, auf jeden Fall. Ich glaube, wir den letzten... Ja, ich hab's. Wir müssen mit Edwin nochmal reden. Genau. So war das. Richtig. Weil der da ja meint, dass wir abgeholt worden und er dafür sorgt, dass das wieder... Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Also, auf geht's. Hallo, Superheld. Zurück, Erdling! Warum? Das kann man. Im Lager steht ein Sarkophag. Das ist es. Im Lager steht ein Sarkophag. Stimmt nicht, Erdling. Ich hab dir doch gesagt, dass sie ihn schon mitgenommen haben. Lass dir gesagt sein, mit der Brille kannst du genau gar nichts erkennen. Ehrlich? Ehrlich, genau gar nichts. Nein, das vom Sarkophag. Im Ernst? Du hast sie also schon bestellt. Hoffentlich holen sie ihn ab. Ja, gut, seid vorsichtig. Und aufpassen, dass ihr die Wand nicht einfärbt. Also gut. Eleonora meinte, es wird dauern, die Kabine zum Tempel zu schaffen. Ich werde die Zeit nutzen und bereite mich auf den nächsten Angriff vor. Okay. Da hoch, Leute, wir haben es geschafft. Oh, Zichtspann. Cool. Ja, das ist mal pompös. So sieht übrigens auch mein Wohnzimmer aus. Schön wär's. Warum bin ich nur so gut zu euch? Mal sehen, ob ihr alles begriffen habt. Ich steige in den Sarkophag. Und dann verschließe ich ihn. Dann aktiviere ich den Mechanismus, der den doppelten Boden dreht.
Ihr öffnet den Sarkophag wieder und das Publikum staunt. Ich bin nicht mehr da. Keiner ist da. Habt ihr verstanden? Herrin, wo sollen wir den großen Sarkophag hinstellen? Welchen Sarkophag? Sag mal, wie siehst du denn aus? Ah, du hast 3 Sekunden. Nenn mir einen ägyptischen Herrscher. 1, 2. Bumses. Menophis, der 3. 3. So, und jetzt 4 teilen. Ich bin der allerhöchste Amenophis der 3. Herrscher über Ägypten, Quarterback vom Nil, wertvollster Spieler der... Nein, stopp! Amenophis der 3? Der 3. Und zwar höchstpersönlich. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Schöne Augen auf jeden Fall. Es funktioniert, wir sind drin und müssen noch jetzt hier unseren Kopf retten. Ich habe mich verfahren für diese oder die nächste Abbiegung zum Highway. Ich suche einen Typen mit 30 Schuss im Kopf. Baby, ich bin ein Mitternachts-Cowboy. Spielsatz und Sieg. Ich tu mal ein bisschen auf dumm. Ich bin verloren, seit die klasse Frau, die meinem Leben einen Sinn gab, verschwunden ist. Sprich, was für eine Frau ist das? Ich suche einen Typen mit Reißverschluss. Aha, er baut das also selbstständig um. Ich suche die hohe Priesterin Kromha. Die Frau mit dem prächtigsten Vorbau, den es je gab. Sie steht vor dir. Baby, ich bin dein Mitternachts-Kameltreiber. Deine Unverfrorenheit bringt mich in Versuchung. Du hast eine lose Zunge, Amenophis. Aber du hast Glück. Ich bin ja so gut. Begleite mich. Dan hatte es endlich geschafft. Er wurde in den Tempel der ewigen Illusion teleportiert. Und wenn ein Wunder geschehe, würde er es überleben. Aber leider war es eine Tatsache, dass die Zukunft nicht für alle so rosig aussah. Oha. Wir haben ja noch einen Job zu tun. Nicht nur den Spaß, sondern auch das Vergnügen. Einen schönen guten Abend, ja, Miss Eller. Haben Sie Hunger? 20. Wieso wurde ich betäubt? 12, was haben Sie mir angetan? 1, ich habe Kopfschmerzen und das linke Ohr tut mir weh. 4, kommen Sie nicht näher, sonst beiße ich. Nun, der Schmerz wird in knapp einer Stunde verschwinden. Der Kapitän würde gern mit Ihnen dinieren. Ziehen Sie das an? Nein. Los. Heute haben wir den 1. Tun Sie es sonst. Am 1. trage ich nie schwarz. Sonst werden Sie unbekleidet essen müssen. Ich gebe dir recht. Ich finde, es ist doch eher dunkelgrau. Ich zieh's an. Na, und wie fühlst du dich jetzt? Es war wunderbar, Amenophis. Mich hat schon lange kein Mann mehr so glücklich gemacht. Ist auch nicht mehr und nicht weniger, als ich verdiene. Schön für dich. Und jetzt? Jetzt bleibst du mein Gast. Ich werde gut zu dir sein und du wirst in alle Ewigkeit bei mir bleiben. Meine Liebe, ich bin eher für kurze Sachen. Den Eindruck hatte ich aber gar nicht. Ach was, reine Übungsfrage. Tu mir einen Gefallen, ruf deine Roboter zusammen und sag ihnen, sie sollen mir den Bühnensarkophag öffnen. Oh, man darf wirklich zu niemandem gut sein. Amenophis der 3. In diesem Haus wird nicht so einfach geöffnet. Vergiss es, ich bitte die Roboter selbst und du... Sie werden nie auf dich hören. Dr. Celsius hat sie so programmiert, dass sie nur dem Träger meines Kragens gehorchen. Den ich, wie du feststellen konntest, niemals und unter keinen Umständen ablege. Faszinierend. Tja, Dan sagte, faszinierend. Aber in Wirklichkeit dachte er, früher oder später wird das Kragendingens mir gehören. Denn wie es aussieht, brauche ich das Teil unbedingt, um Big Albert in Fleiß Labor zu teleportieren. Du bist mein Amenophis. Erfüll mir all meine Wünsche. Und du wirst auf ewig glücklich sein. Anderenfalls befragt das Orakel der Schatten. Glaub du eher, du hast einen Schatten, Fräulein. Kommen Sie nochmal angucken? Ha, für mich ist sie nur ein Mordsweib. Sonst gar nichts. Vor allem schön, wenn er das sagt und sie steht so vor ihm. Ja? Herrin. Sprich. Oh ja. Mich interessiert nur ein Thema. Du. Wieso soll sie Mumie zu leben? Wozu die Arbeit als Illusionistin bei den Reichtümern? Ich würde ja in aller Ewigkeit über dich reden, aber... Wozu die Arbeit als Illusionistin bei deinen Reichtümern? Ich kann es besser als jeder andere und es macht mir Spaß.
Außerdem kostet es ein Vermögen, so eine Figur zu behalten, ehrlich. Ja, das glaube ich. Wie ist es denn so, als Mumie zu leben? Hat alles Vor- und Nachteile. Ich fühle mich wie tot, aber brauche keine Enthaarung. Nur dieser 14-tägige Flüssigkeitsaustausch macht mich fertig. Klar geben sie sich bei mir besondere Mühe, aber fertig macht es mich trotzdem. Ich würde ja in alle Ewigkeit über dich reden, aber... Ja, so einfach wird's nicht sein. Komm schon, überlass mir das komische Collier. Niemals, Aminophis. Ich werde dir viele Dinge geben, aber nicht das. Nie. Ich will's haben. Verdammt. Wo ist denn das Orakel der Schatten? Geh raus und durch den Saal bis zur Doppeltür gegenüber. Du kannst es nicht verfehlen. Befiehl mir, dir einen Kuss zu geben, meine Liebste. Was für ein Typ. Tu es oder ich lasse dich vierteilen. Halt, ich will das Collier. Ruh dich aus, meine Liebste. Ach, verdammt. Ach, das könnte das. Kann ich gar nicht nehmen. Nee, geht gar nicht. Shit. Na gut, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Sieht ja schon sehr gemütlich aus. Das hat schon ein bisschen Stil, würde ich sagen. So lässt sich's leben. Wenn man eine stadiongroße Villa hat, warum die Badewanne ins Schlafzimmer einbauen? Bei der Gelegenheit könnte man auch den Kühlschrank, die Hundehütte und die Toilette mit reinnehmen. Man könnte aber man den Kühlschrank auf die Toilette packen, dann hätte man so quasi so ein Recycling-Center. Okay, dann nicht. Was sind das für Leute? Als Deko werden einfach Tierköpfe auf menschliche Statuen gepflanzt. Und das war's. Wir hatten noch Reste und wir mussten sie verarbeiten. Eine Vase. Oh. Sehr schön. Die Vase. Sie ist voll Münzen. Okay. Verdammt. Die würde ich mir gerne unter den Nagel reißen. Aber vor ihren Augen... Ja, das ist wohl wahr. Warte, ich mach's mal ein bisschen schneller mit Hotspots. Ah, hier ist noch was. Bett, natürlich. Ich wette mein halbes Gehalt, dass die Kühe an den Pfosten Götter sind. Viel zu weich für meinen Geschmack. Wie man sich bettet, so liegt man. Oh, da geht's noch zur Terrasse. Da geht's raus. Raus wollen wir nicht. Ich glaube, wir gehen mal hoch auf die Terrasse, würde ich sagen, oder? Habe ich alles? Ach nee, hier unten. Pflanze. Wenn man von Tobi 3 absieht, verstehe ich mich mit Pflanzen nicht besonders. Können wir davon was mitnehmen? Nein, das Pflanzenähnlichste, was ich mal in der Hand hatte, war der Kaktussalzstreuer von Chupacabras. Hm, na gut, haben wir unsere Sachen denn noch, weil er trägt ja nicht mehr viel am Leib. Oh. Aber den Baseballschläger haben wir noch. Wegen des Bugs wahrscheinlich, ja? Aber wird wahrscheinlich sinnlos sein. Ein Geschenk von Fly, um seine kleine Erfindung zu steuern. Mhm, okay. Ziemlich dünn, der Arme. Ich habe ihn seit etwa 5 Jahren, aber er sieht älter aus als der Trainer der Freaks. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Terrasse. Muss nicht sein. Da gibt es nichts von Interesse für mich. Oder wir gehen nicht auf die Terrasse, sondern gehen hier einfach raus. Ich guck mal gerade, ob ich noch alles habe. Aber sonst können wir ja gar nichts machen. Wir haben jetzt quasi eine neue Location mit neuen Sachen im Inventar. Das heißt für uns auch jetzt neue Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Die Aufgaben, die müsste ja hier auch irgendwo stehen. Da. So. Chromhaars Schmuckkragen beschaffen. Alter, ist das schwer zu lesen. Verdammt mich. Pick Albert ins Flying Labors teleportieren. Alles klar, kein Thema. Die Frage ist, wenn wir das haben, muss das erst passieren oder was? Aber wenn wir das... Ne, wir müssen das machen, das machen, das machen, dann geht's hier rum, dann geht's da rum. Okay, hab's verstanden, alles klar. Bin ich gerade der Hellste? Nö, wichtig, ja. Okay, wir gehen jetzt quasi mal zum Ausgang und dann schauen wir mal, was toll ist. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen, die Folge ist leider vorbei und ja, wir haben es geschafft, wir sind im Tempel angekommen. Nächste Woche geht's weiter. Ich hole mal was zu trinken, hab jetzt eine Woche Zeit. Alles klar, bis gleich, ciao. Jo, wir haben es geschafft, wir sind im Tempel angekommen und ja, wir hatten eine schöne Zeit mit unserer Hohepriesterin, deren Collier wir noch leihen müssen. Ich sag mal leihen,
klauen wir es ja nicht. Ja, das ist unsere nächste Aufgabe, die wir machen. Wir müssen irgendwie versuchen, nachher letztendlich Big Albert zurück rauszuschaffen, weil er ist ja doch nicht gerade unwichtig. Aber das machen wir alles Step by Step und vor allen Dingen in der nächsten Folge. Falls euch diese Folge wieder gefallen hat, bitte einen dicken Daumen nach oben und würde mich auch sehr gerne darüber freuen, wenn ihr mal auf den Abonnieren-Knopf drücken könntet. Das wäre schon schön. Alles klar. Vielen Dank euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke und tschüss.